Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bloons Towers Defense 6 Defense, die auf meinem Kanal, ob Glück oder Können, Win is the Win. Ja, ich zeige euch heute meinen neuen Helden, den habe ich erst gekauft vor ein paar Tagen. Das ist der Admiral Brickel, wie prickeln, oder Brickel oder Brickett, egal. Okay, wir fangen an, wie immer, erstmal die Nägel, immer die schönen Nägelis. Ganz viele Nägelis, ja, Nägel sind immer sehr schön. Sind ja auch leicht glühende Nägel, ganz wichtig. Machen die auch nochmal, machen die hier nochmal, einfach aus Jux. Und was stellen wir denn jetzt mal, ne? Also für den Admiral reicht es noch nicht. Wir könnten aber schon mal ein Boot stellen, machen das aber dann hier so hin. Und fangen damit mal an. Ja, los geht's. Schnell. Ja, die Skills werden so gemacht, sehr schön. Oh, es ist erstmal Geldfarm. Gucken, wie gut unser Boot im Alleingang ist. Ich denke mal, sehr gut. Ja, natürlich. Das ist das beste Boot der Welt. Piratenschiff, Entschuldigung. Freibeuterhaft. Okay, ja, noch zwei Runden, dann haben wir das Geld. Noch eine Runde noch. Ja, na, zwei Runden. Vielleicht die Runde, vielleicht die nächste Runde. Ich denke mal, die nächste. Oh, die Runde vielleicht schon. Ja, komm, ist die Kohle. Oh, doch nicht so viel. Doch. Ja, komm. Ja, okay, nächste Runde. Es fehlen nicht mehr viel. Wir haben gleich den Admiral. Du da. Jetzt ist die Frage, wo genau hin? Sie brauchen ja auch ein bisschen Radius um die Schiffe. Setzen wir sie mal hier so in die Ecke. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Ah, super. Die legt die Minen. Ach, die. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe schon viermal mit ihr gespielt. Die Minen werden ja von den Bloons angezogen. Ist ja geil. Ich dachte gerade, die sind hier ein bisschen fehl am Platz, aber nein. Geil. Sie hat auch einen Revolver, damit schießt sie. Ja. Eine ganz gefährliche Lady. Ja. Nicht gerade als Admiral zu See, da braucht man auch eine Pistole. Am besten so einen schönen Kaliber 50 Revolver oder die 1911er. Apropos 1911er. Ja, ich habe ehrlich das Video gemacht, Call of Duty mit der 1911er. Zwei Runden nur mit der 1911er geschossen, nur Pistole, keine extra benutzt und. War teilweise gut, aber auch wieder nicht gut. War okay, die Runde Nummer 2 war, glaube ich, gut, die Runde Nummer 1 war scheiße, glaube ich. Bin gerade nicht mehr sicher. Kam gestern raus, vorgestern? Gestern? Keine Ahnung. Guck mal, was die hier Schaden machen, Mensch, da kommt ja gar nichts durch. Das ist ja richtig gut. Ich würde sagen, wir gehen auch nur erstmal auf. Ja, die U-Boote wären zwar schön, alles bei ihr zu haben. Wir machen mal ein U-Boot bei ihr, zweite U-Boot bei ihr. Und jetzt gehen wir hier auf größere Range. Reichweite. Geht sogar auf Deutsch, größere Reichweite. Okay. Komm, wir brauchen ein bisschen Geld, komm schon. Ja, los, kommt durch, marschiert durch, meine lieben Blooms. Ja, komm, eine Runde brauchen wir noch, ja. Obwohl, wir gehen hier erstmal auf, habe ich meinen Einheben schon gemacht, dann bin ich dumm. Ich bin vergesslich und richtig alt. So, als nächstes gehen wir nochmal auf den kleinen hier. So ein bisschen Farm. Ja, das ist schon mal ein sehr starkes Team. Ich werde jetzt versuchen, in dem Video nur Wasserfahrzeuge in diesen kleinen Tümpel zu setzen. Vielleicht hier noch zum Pool hin. Ich bin mir noch nicht sicher. Der Admiral erreicht zwar nicht alle, aber okay. Also wir werden jetzt nur mit Wasserfahrzeugen arbeiten und hoffentlich bis Runde 60 kommen. Naja, mal sehen. Drückt mir die Daumen. Ein bisschen mehr Geld farmen, ja. Wollen wir hier Pool hin machen? Ja, perfekt. Sehr schön. Hier können wir auch nochmal zwei, drei Fahrzeuge rein. Ich glaube drei, ne? Das ist doch easy. Easy peasy, ja, ich weiß. So, das hier ist, glaube ich, sowas wie eine Übertaktung, eine Übersteuerung. Sie synchronisiert sich mit denen. Ich habe keine Ahnung, macht sich schneller. Ich müsste es lesen, ne? Das könnte man ja mal machen. Ja, warte mal. Achso, ja, okay, was kann sie? Flottentaktik. Erhöht für kurze Zeit enorm die Angriffsgeschwindigkeit der wasserbasierenden Affen in der Nähe. Ah, die Mine ist cool. Setzt eine vernichtende Megamine ein, die bei Moabs auslöst und Bloons in der Nähe betäubt. Cool. Nee, jetzt so ein Scheiß finde ich cool. Finde ich gar nicht mal so scheiße. Ist jetzt nicht Etienne, den finde ich um Längen besser. Aber ist cool, die Minen sind auf jeden Fall.
Oh, gut gemacht, Jungs. Sehr schön. Sehr schön, Jungs. Gut gemacht. Ja, safe. Ich habe schon gedacht, die laufen. Ich habe nichts gegen Getarnte. Okay, also müssen wir auf jeden Fall noch ein Haus hinstellen. Oh nein, das sind Runterneuerte, ne? Das sind die Runterneuerten, glaube ich, ne? Oder diese komischen Bunten. Aber waren die von Anfang an da oder kamen die irgendwann erst mit so einem Update? Okay, wir könnten ja auch erstmal schon mal, um getan zu sehen, das hier machen. Das erste reicht das schon mal. Dann holen wir uns noch gleich ein Häuslein. Und holen uns mal die Getarnten zu sehen. Holen uns mal die Getarnten zu sehen. Ja! Und level mal das Haus darauf, dass wir Getarnte sehen. Dann machen wir am besten hier so hin. Obwohl, ne. Ah man, wie weit kann das Haus noch? Ja, und dann größer Radius. Dann können wir jetzt ein paar davon. Das war getarnt, größer Radius. Und dann noch getarnt, okay. Ja, so ein paar können es dann sehen. Geht schon. Läuft doch stabil, Runde 30. Die Hälfte haben wir schon. Yes, so geht's. Okay, ich wollte gerade sagen, habe ich was gegen Flyernde? Ja. Hier ist Baby da. Dieser hier, dieser super Freibeuterhafte. Komm, ich will erst Getarnte. Komm, ich brauche Getarnte. Getarnte, Getarnte. Komm, ich will 2000. 2000 kommt schon 2000. Zum ersten, 2000, zum zweiten, 2000, dritten. Yes, Getarnte. Dann tun wir die Taktfrequenz nochmal erhöhen. Und dann noch bei ihrer erhöhten Taktfrequenz. Boah, ist das geil. Ah, jetzt können sie auf Getarnte schießen. Sehr schön, das läuft doch. Jetzt machen wir Kohle. Guckt doch, wie süß die Ente, die halt im Kreis schwimmt hier. Mal hier so. Erhöhen jetzt hier nochmal die Taktfrequenz. Komm, komm, komm schon. Jetzt, sehr schön. Und dann können wir zurück auf das untere gehen oder auf das obere. Ich habe keine Ahnung. Wow, das sah mir erstmal so aus, ob das zu schnell war. Tada! Okay, okay, ich muss noch irgendwas auftunen. Komm, komm, wir brauchen ein paar Schiffis, ne? Schiffis, Schiffis. Add another stripe. What's next? Okay, einen machen wir schon mal fertig, sehr schön. Dann knallt er nämlich noch ein paar Raketen drauf, auch sehr gut. Ich hab schon wieder zu oft gedrückt. Du oft, verdammt nochmal. Oh Scheiße. Läuft doch mal gut. Oh Mann, nächste Runde kommt das Schiff. Hier müssen wir noch was tunen. Okay, ganz einfach. Den hier schneller. Und dann gehen wir hier drauf. Target sighted. Oh, easy. Das war ja einfach. Okay, als nächstes machen wir den auch noch fertig. Sehr schön. Der ist auch soweit gut. Wir setzen gleich noch ein paar Fahrzeuge mehr ins Wasser. Ja, komm. Wir machen jetzt auch mal hier vorne hin, dass wir hier noch ein bisschen mehr Angriff haben. Ich glaube, ich krieg hier drei rein, ne? Nur zwei? Dann machen wir ein U-Boot rein. Gut, machen wir mal da, kriegen wir noch ein U-Boot rein. Ja, sehr schön. Das bauen wir jetzt erstmal nach und nach auf. Dann haben wir eine sehr stabile Abwehr. Angriff, Angriff! Nicht Abwehr? Nein, Abwehr wäre hier hinten, alter Mann. Ah, das ist dann der Angriff? Ja, das hier vorne ist der Angriff, weil das hinten wäre dann die Abwehr. Hätten wir hier noch was, was dann das auffällt, was hier durchmarschiert, hätten wir eine Abwehr. Oh, scheiße. Wir machen erstmal auf das hier. Dann haben wir jetzt immer drei von den Raketen. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so scheiße. Also Runde 60 ist damit easy. Also wir hätten, glaube ich, das gar nicht mal stellen müssen. Aber warum nicht? Der hier vorne noch ein bisschen Unterstützungsfeuer. Ja... auch auf schöne heiße Bälle. Yes. Wieso denkt gleich... Ah, mein Kopf. Ich denke gleich zweideutig. Tut mir leid, Kinder. Alter Mann. Böser Mann. Hier vorne sind einmal zum Dorf gestellt. Ja, ist noch ein kleines Bier. Ja, komm.
Ja, also theoretisch, wenn ich die jetzt noch fertig tune, die ein, drei Schiffe, dann haben wir genug, um locker spielen Level 60 zu schaffen. Vielleicht noch weiterzukommen, aber das machen wir heute nicht. Ich hänge so ein bisschen mit den Aufnahmen hinterher heute. Heute ist Sonntag und normalerweise mache ich die Aufnahmen einen Tag vorher für den nächsten Tag, aber ich hatte keine Lust gestern Abend. Ich habe dann noch ein bisschen GTA gespielt und dann, ja, bin ich ins Bett. Naja, da hat es keine Lust. Komm, brauch noch ein bisschen mehr Geld kommt. Das letzte Schiff kommt schon. ein Ziel. Ich hab ein Ziel. Ja, super perfekt. Okay, jetzt machen wir so ein bisschen ans Haus ran. Ah, ich glaube, ich bin leicht erkältet oder so. Ich weiß es nicht. Weil der Hals macht doof. Jetzt die Frage, gehe ich auch mehr auf dem Training? Gehalten Reichweite durchschauen so. Ja, gehen wir mal darauf. Ah, das war primär, ne? Scheiße, ich hab mich auch gefreut. Egal. 9 Runden, kein Problem. No problem. Excellent work. Ja, wir haben sogar zu viele Schiffe. Ich wollte eigentlich nur den Tümpel hier voll machen. Ich merke aber gerade, dass es doch sehr viel Durchschlagungskraft ist, was wir hier haben. Und der Admiral ist auch cool. Der Admiral ist wirklich, wirklich stark. Leider reicht mir die Minen nicht. Schade, hätte ich jetzt gerne gezeigt. Aber vielleicht, wir haben noch 5 Runden, 6 Runden. Ja, mal gucken. Vielleicht reichen wir das doch. Das sehen wir gleich. Ja, sauber. Ich würde auch jetzt nicht cutten oder so. Ich hoffe, das Video geht nicht über 16 Minuten. Aber eigentlich müsste es bei Level 60 so bei 15 bis 18 Minuten sein, glaube ich. Vielleicht spule ich mal ganz kurz ein Video vor, dass ich so 3 Minuten auf 1,5 oder so, ne? Weil ich will jetzt nicht über 15 Minuten kommen. Das heißt, wenn ich auf einmal mitmache, ganz schön schnell rede, dann bist du einfach auch mit der Spur hier nicht vor. Aber das kann auch daran liegen, dass ich einfach nur bescheuert bin. Sorry, alt, aber dumm. Oh, wir haben 10.000, da können wir doch was. Nein, noch ganz. Oh, sollen wir hier nochmal 50 Träger ausmachen, ne? Nein. Das reicht doch so. Nochmal 2 Träger bauen, 7,5, ne? Machen wir bei ihm hier einmal und letzte Runde, ja super, easy win. Das war's, danke fürs Zusehen, danke für eure Zeit, danke für jedes Aufrufen der Videos, für jeden Like, danke für DB, dass du so liebevoll schreibst, also das liebevoll, dass du wirklich so cool bist, deine Anspielung finde ich auch immer saugeil, passt super, finde ich wirklich stark. Und ja, wenn du das warst bei Titanfall 2, du hast ja geschrieben, du hast mich gesehen, hab ja schon zurückgeschrieben, du bist in Titanfall 2 zu sehen dann, aber da hast du DB Killer 39, 37, ich hab jetzt nicht aufgepasst, wenn du das warst, ja, dann habe ich dich auch gesehen. Okay, hiermit wünsche ich euch einen schönen Tag, einen guten Morgen und einen noch besseren Abend, ich bin hiermit raus.